Einen wunderschönen guten Morgen, warte, guten Abend, oder einfach moin moin und herzlich willkommen zurück zu Bloodborne. Ich bin hier, glaube ich, hier zurück im Traum des Jägers gereist, um meine Seelen auszugeben, meine Blutechos auszugeben und unter anderem, was ich eben vor Beginn der Aufnahme gemacht habe, ein bisschen was von meiner Einsicht auszugeben, ein bisschen was ist gut. Ich konnte leider mit den 23 Einsicht nicht wirklich was anfangen, weil mir wurde gesagt, dadurch, dass ich über 20 Einsicht bin, tauchen manche Gegner auf, die eigentlich nicht auftauchen würden, und es kann auch Dinge geben, die schwieriger werden. Deswegen habe ich die jetzt einfach mal stumpf ausgegeben. Ich glaube, im Inventar habe ich immer noch... Wissen Sie es verrückt? Ich könnte immer noch 9 Einsicht kriegen. Aber wie dem auch sei, ich gucke mal hier, was ich hier für ein Level-Up eigentlich brauche. Oh, ich brauche fast die komplette. Das heißt, da brauche ich auch nicht viel mehr machen. Ich frage mich gerade, ob ich mal ein bisschen... Ich hau mal einen in Stärke. Das ist so eine schöne runde Zahl. Das andere lasse ich jetzt mal weg. Also die meine im Inventar habe ich ja noch diese... Die hier. Das könnte gekaltes Bluttau. Da kann ich noch was draus gewinnen. Eine Menge Blut, aber ich habe keine Ahnung, wie viele das effektiv sind. Naja, so, wir müssen... Ich muss, glaube ich, hier... Was ist das? Ich glaube, das müsste die Laterne sein, wo ich hin muss. Ist auch ein bisschen ein kritischer Versuch, den ich hier jetzt gerade starte, weil ich nehme das Ganze jetzt einfach mal am PC auf mit PS4 Remote Play. Sollte so an sich eigentlich kein Problem darstellen. Bei mir kann nur das Problem sein, dass... der PC per WLAN am Netzwerk angebunden ist, das eigentlich aber eigentlich ganz gut läuft, und die PlayStation 4 aber per Netzwerk. Das sind gewaltige Töne hier, wenn man hier plötzlich mit Lautsprechern spielt. So. Kann mir einbilden, dass ich mir Schaden mache, oder ich tue es wirklich. Man weiß es nicht so genau. Komm doch mal her, junge Frau. Also ich hau sie mit zwei Schlägen weg. Das war vorher gleich nicht. Ich räume hier aber mal einfach auf, weil ich es kann. So. Außerdem könnten die ja noch was droppen. Also was fallen lassen. Scheiß WoW-Slang. Was sie auch tatsächlich tun. Aua! Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Gegner hasse, die immer wieder draufhauen. Meine Fresse, ist das hier gerade laut. Ey, ich muss eventuell den Ton nochmal neu einstellen. So, weil ich habe ja hier, wenn ich mich richtig entsinne, hier die Abkürzung freigeschaltet. Ich hab das Spiel gerade nur gestartet und mein Puls geht direkt instant hoch. Irgendjemand wartete doch hier auf mich, ne? Es gibt ja ein paar Blutechos, deswegen nehme ich die jetzt mal mit. Ach ne, stimmt, ich weiß, hier war... Oh, ich habe voll die Gänsehaut gerade. Hier war, tauchte letztes Mal dieser rote Typ hier auf, der es ja jetzt nicht tut, weil... Oh, das ruckelt aber doch ganz schön hart. Das muss ich gut im Auge behalten. Es könnte gerade bei Bossen, könnte das haarig werden. Das Problem ist, ich musste halt in einer anderen Ecke, muss ich Licht aufbauen, muss ich Kamera aufbauen und alles mögliche. Und hier habe ich das halt. Wie bitte was? Was bin ich? So, kurzen Prozess gemacht. Oh, da ist ja noch eine Dame.
Jetzt hört man die. Ich kann, das kann ich voll hören, was sie sagen. Das Knatsche da. Oh, damit Kopfhörern kannst du voll hören, wie das Holz da knatscht in dem Gebäude. Ich glaube, ich schreie auch ganz schön, weil das hier ziemlich laut ist. Ich muss mal eben. Nee, Schalter will ich nicht. Wir können natürlich auch. Achso, ich habe gar keine Laterne ausgewählt. Ah, falsche Seite. Weil wenn ich jetzt sowieso. Oh, diese Türen knallen. Oh, scheiß Geist. Verdammt, Dachs. Tote Pferde. Sehr schön. Das ist doch urgemütlich. Oh. Wo kamen die denn bitte her? Also die Laterne ist auch nur bedingt hilfreich, ne? Die Frage ist, sehen die mich dadurch oder sehe ich die dadurch? Man weiß es nicht so genau. Nehmen wir doch mal lieber die kleine Laterne. Aber ich habe da ja, dass ich dieses, wie gesagt, dieses eine ganze Let's Play geguckt. Das Schlimme ist, dass die da komplett in solchen Passagen hier quasi ohne Kamera durchgegangen sind. Okay. Hat doch da eben schon jemand gesehen, oder? Dann leuchtet schon was. Blut und laufender Augapfel, okay. Hinweis, was gibt's hier für einen Hinweis? Das ist nicht ein verborgener Pfad, darum Vorsicht vor Rollstuhl. Ah, okay. Ist da hier vorher auch schon eine Treppe? Ach du Scheiße. Tritt vor, aber Vorsicht vor Rollstuhl, okay. Ich hasse es jetzt schon. Ich würde mal sagen, dass hier jemand wartet im Rollstuhl. Ja! Danke für den Hinweis. Expertenblutstein. Ich kriege hier lauter Edelsteine. Wie heißt? Kann man hier links? Raus kann ich hier. Nee, kann ich nicht. Wissen Sie, das ist verrückt. Siehst du, das gibt auch wieder Einsicht. Wundersam Jäger. Okay, da kann ich offensichtlich nicht raus. Alter, hier hörst du es überall knatschen und quietschen. Also ich kann euch jetzt an dieser Stelle nur mal empfehlen, weil ich es erstmalig selber erlebe, dass hier Kopfhörer aufsetzt. Das ist doch schon ein krasses Erlebnis. Zumal hier ja nicht mal wirklich viel Musik ist. Hier, weißt du, mit fetter Lichtquelle ins Gesicht gedrückt. Was passiert hier? Und dann so dunkle Areale. Also das ist meine Laterne, die hier leuchtet. Okay, hier gibt's nix. Ich habe auch überlegt, ob ich diese Dings überhaupt brauche. Diese Leuchte, weil eigentlich blende ich die Kamera ja nur. Nur. Ich sehe dich schon. Kommen Sie her, junge Frau, Mann, irgendwas. Alter, die stirbt nach einem Schlag, aber Hauptsache, ich gehe erstmal dabei fast drauf. Ich sollte das mit dem Kontern nicht unnötig bei jedem Gegner versuchen.
Steht der denn da rum? Ah, das sieht auch verdächtig aus irgendwie. Das sieht aber auch so irgendwie sehr aus, als wenn man da von irgendwo anders hin noch hinkäme. Achso, nein, ich will kein Geist ansehen. Ist mir eigentlich Wumpe. Da ist zum Beispiel ein Dicker, der lässt sich gut kontern. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Der lässt sich sehr gut kontern, weil er sehr lahm zuschlägt. Halt, wo? Oh! Allerdings dachte ich, der wäre tot. Einfach draufhauen da, alles wiederholen. Achso, nee. Geht das denn jetzt hier offiziell weiter oder? Weil da geht's ja gleich ins nächste Gebiet, oder? Alter, hier hörst du überall Fußstapfen jetzt. Na los da, erstau. Dieses grau in grau Suppchen gekochen, ne? Oh, Zwillingsfußschneider wäre sehr geil. Den will ich. Ich möchte da noch nicht hinterher, danke. Ich habe schon wieder fast ein Level Up zusammen, aber ich hoffe ja noch. Also ich glaube nicht, dass hier schon eine Abkürzung kommt, aber vielleicht eine Laterne. Wow, wer bist du denn? Die war wohl ein bisschen aggressiv. Oh Gott, ist das Duster hier. Scheiße. Ey, ich bin kurz davor, die Laterne auszumachen. Ne? Also, ey, mein, jetzt sag ich schon Laterne. Ich meinte eigentlich die. Die, Oh! Die, meine Beleuchtung hier. Ist sowieso ein bisschen grell. Oh, Gottes Willen. Nein! Gottes Willen. Also die kann man schon kontern, man muss es nur richtig machen. Halleluja! Man sollte ihn nicht auf einer Fläche weg. Alter! Hm. Läuft so suboptimal, ne? So, kann ich hier was aufmachen? Das sieht nämlich so aus nach einer... Aber ist das eine Abkürzung oder ist das ein... Umweg. Oh, jetzt lädt er gerade mal ein bisschen nach. Also, wenn er laden muss, offensichtlich. Ach, das ist. Ah, okay, gut. Das ist also auch wieder eine Abkürzung. Gut. Der lacht mich aus. Ey! Sag mal!
Sausack. So, wir haben hier also wieder eine Abkürzung. Jetzt muss ich nur mal überlegen, was hier auf dem Weg alles auf mich wartete und wo genau die Laterne war. Na, hier sind auch so ein paar Gegnerchens. Einfach nicht zu wild auf den Dingern rumkloppen. So. Wow. Ein bisschen was wiederholen. Regen. Ihr merkt vielleicht, also erstmal mache ich bestimmt immer wieder so wie so einen langen Hals und gucke wieder wie so ein getretener Dingbums. Wo war denn hier jetzt die Lampe? Ist das überhaupt wirklich eine Abkürzung, die sich irgendwie lohnt? Man muss durch die ganzen... Wer lacht mich aus? Achso, hier... Ich höre doch was! Was? Achso, Geistern sehen. Ja. Ein Kreislauf des Lebens. Jetzt kann ich hier quasi geradeaus durchhuschen. Ist auch schön. Puh, also ein bisschen Entspannung im Traum des Jägers. Halleluja. Bisschen wieder aufleveln. Ich glaube, dann nehme ich auch mal eins von diesen Kaltblut-Tau-Dingern. Oder wie die heißen. Weil ich dann ungefähr... wo ist sie denn? 1800, dann brauche ich noch einen. Das ist bestimmt gleich wieder ein bisschen zu viel. Was ist das hier eigentlich? Das sind drei Verstecke gefunden worden und nur von Liga eignet sind. Heißt, Gewürmacht von Licht, vielleicht verbirgt sich etwas Gnade in dem Wahnsinn. Diejenigen, die den Gewürm sehen wollen, können dies. Wenn sie sich dazu entscheiden, werden sie mit unendlicher Zielstrebigkeit versehen. Kann man das eigentlich benutzen? Ach, scheiße, war die falsche Taste. Man kann es benutzen. Tue ich aber nicht, weil ich nicht weiß, was es tut. Das sollte nach Adam Riesling und Eva Zwerg reichen. So. Nein, das reicht nicht. Verdammte Axt. Vitalität, ja. Wie viel von den Zwillingsblutsterben vom Zwillingsblutsterben habe ich eigentlich? Oh, ich kann einmal aufwerten. Das tun wir auch. Sehr gut. Und dann können wir auch gleich mal... Na gut, die können wir auch reparieren, auch wenn ich die nicht benutze. Achso, warte mal. Keine Ahnung, warum ich die... So. Ob wir da irgendwas Spannendes Neues haben. Feuerangriff, das kenne ich schon. So, da kann ich offensichtlich auch nichts Spannenderes mehr drauf machen. Weil dieser Feuerangriff sehe ich als relativ sinnlos an. Den dritten Slot habe ich noch nicht, den kriege ich glaube ich bei plus 6. Ah. Kann ich hier noch was? Spannenderes? Nein. Blutungsangriff plus 1 und den... Nein. What? Also kann ich die ja nicht verstärken? Ach, die könnte ich auch verstärken. Plus 1 ist sie nur. Und da brauche ich Blutsteinscherben für. So, vielleicht kann ich die ja jetzt auch... Nein, die ist trotzdem nur ein Stein. Aber egal, aber sie macht ein bisschen mehr Schaden vielleicht. Oder vielleicht funktioniert sie auch besser. Ich weiß gar nicht exakt, was das bewirkt. Jetzt werfen wir nochmal einen
Nee, zwei muss ich, glaube ich, einwerfen, ne? Aber ich habe nur noch eins. Scheiße. Nein, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht, ja. Yeah. Vielleicht kann ich diese Knochenmark-Dinger mal verkaufen. Vielleicht bringt mir das noch was. Obwohl ich brauche fast 1000 Seelen. So, was kann ich denn darüber verkaufen? Was bringt mir denn das? Bisschen Bluttablette. Blaues Exhalier. Blutcocktail. Okay. Kiesel. Brauche ich jetzt nicht sehr viel Geld für. Blitzpapier könnte ich verkaufen. Hab schon mal 600. Glänzende Münze. Benutze ich sowieso nie. So. Das verkaufe ich sicherlich nicht. Das auch. Beschleunigung wirkt auf Rollen und schnelle Schritte. Hm. Blutfion verkaufen ist kacke, ne? Das finde ich ein bisschen albern. Guck mal, den verkaufen wir auch noch. Und jetzt hoffe ich, dass es reicht für das Level ab, weil ich möchte nicht mit so viel unnötigen Seelen wieder in on the road gehen. Jap. Ja, ein bisschen zu viel hatte ich, aber so, was gehe ich jetzt noch so? Was macht das hier eigentlich? Physische Abwehr. Das macht Arkan auch nur physische Abwehr. Wow. Geschick. Mhm. Stärke, rechte Waffe, Angriff 1, rechte Waffe, Angriff 2. Ausdauer. So. Und was haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Falscher Grabstein. Wir müssen da ja langsam mal noch eine zweite Laterne irgendwie frei bekommen, oder nicht? Das heißt, jetzt mache ich noch ein bisschen mehr Schaden, ich habe ein bisschen mehr Leben, ich habe ein bisschen mehr Ausdauer und alles. Ist jetzt so, das ist ja so ganz gemütlich, wenn man sich wieder ein bisschen reingroovt und überhaupt so in den Spieleflow kommt. Das Schöne ist, wie gesagt, wenn ich das hier so streame, dass ich merke, wenn die Musik oder die Töne irgendwie ruckeln. Brennen! Ich lasse dich mal kurz allein, ne? Woran ist denn jetzt die da hinten umgefallen? Jetzt ist die Frage, wo dieser blöde Dings herkommt. Weil hier rennt ja irgendwo so ein Wolf rum. Aber interessiert mich das? Im Moment interessiert mich das nicht, ne? Ich muss ja jetzt quasi hier durch. Muss nur immer aufpassen, dass... Achso, nein, ich will nicht ausweichen. Ach so, jetzt kommt ja gleich wieder ein Brandmufti oder so, ne? Ne, hier kam gar nichts. Stimmt, da ich jetzt ja nicht mehr die Einsicht habe. Das ist eine normale Blutsteinscherbe? Stimmt, ne? Aha, kommen Sie gern hinterher, junger Mann. Ach ja, du kannst ja auch darum gehen. Entschuldige diese kurzen Ruckler. Wie gesagt, das liegt jetzt am Dingsbums hier. Eigentlich könnte ich jetzt ja, jetzt wo ich einen 2K-Monitor habe, könnte ich meine PlayStation 4 ja auch wieder hier anschließen, weil das ja trotzdem eine angemessene Qualität hat. Es ist zwar nicht mehr 4K, aber das wäre eine Option. Ich hab's verstanden. Klappt gerade nicht.
klappt richtig gut hier. Muss man ja mal festhalten. Hab ich dir das aufgesammelt, was er dabei hatte? Ja, hat er. So, wo ist jetzt der... Da oben. Ist er tot? Er ist tot. Zappeln zwar immer noch recht viel, aber... So. Jetzt kommen die Freunde wieder. Aua! Ah, er hat mich schon gesehen. Wo ist er denn? Ein bisschen schießen hier. Und da ich gleich eine Blutfiole gefecht habe, kann ich die auch gleich einsetzen. So, da ich da hinten... Oh, dieses Geräusch, wenn er die Waffen wechselt. Krasse Scheiße. Wie viele sind denn hier von den Viechern? Jede Menge. Haben wir es denn jetzt mal, oder was? Knochenmarkasche, was ich irgendwas, was ich gerade verkauft habe. Hallo. Blutsteinscherbe, so. Achso, da ist nichts weiter. Okay. So, wo geht das hier hin? Ach, du bist ein nerviger Mensch. Das sieht an der Sackgasse aus. Was, wer, wie, wo? Ja, das sieht nach einer Sackgasse aus. See. Was ist denn See? Hä? So, ganz offensichtlich. Jo, das sind auch wieder ein paar Dingensbummens. Ich höre ja mal Stimmen, das ist voll nervig. Achso, dahinter. Da oben. Okay. Ja, dann geht das wohl da hinten nach rechts, wa? Was sagt die Zeit? Ah, ja. Es wäre ideal für ein Leuchtfeuer. Ach, für Leuchtfeuer. Ich bin immer noch voll im Dark Souls-Modus. Werde ich bei dieser Art Spiel wo auch immer sein. Ich höre hier schon... Ich stöhne. Kann ich nicht durch. Ich sehe doch keine Items. Was passiert hier? Okay, ein paar Gegnerse. Hallo. Oh, der geht mir so auf den Sack, Alter. Vor allem, wenn man erstmal im Zweihandmodus ist, ne? So, jetzt weiß ich auch, was da rumgegrunzt hat. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Okay. Das Schöne ist,
Der kann nicht wirklich viel ab im Zweiermodus. Ist das eine Kiste? Kann man da hoch? Zack. Aber die Kisten sind, glaube ich, hier nicht so... Mäßigungsblutedelstein. So, komme ich hier hoch? Nein, komme ich nicht. Okay. Es sieht aber so, also es ist sehr viel Gegenwehr und da ist so ein Dingensbummens-Eingang. Das könnte ein Leuchtfeuer geben. Was kein Leuchtfeuer ist, sondern eine Laterne. Was ist das? Okay. Was bist du denn für einer? Boah, hier sind Geräusche. Oh, Zwillingsblutschläuche, sehr geil. Aber was sind das hier für Geräusche? Das ist ja hammerhart. Servus. Fürchte dich vor Einsicht? Okay. Ach so, ah, fürchte dich vor Einsicht. Ja. Denn mal, Boss-Modus, gib ihm, ne? Oder was? Hallo? Ist ja nicht Musik. Kommen die jetzt immer links und rechts oder was ist? Ist ja schon fast tot. Das ist hier. Oh, ich kenne die Haut. Verdammte Scheiße, ein Dreck. Und die verliert überhaupt Energie? Wie viele von den Viechern kommen? Ich mache auch nicht über... Oh, nicht überall gleich viel Schaden, ne? Da sind auch noch Illusionen bei, oder was? Ah, wieso? Okay, okay. Wow. Man merkt aber richtig so von der Darstellung her, dass die Gegner nicht als Gegner gedacht sind. Oh, jetzt wird er nicht ruckeln, nein. Was geht hier ab? Geht hier irgendwas ab? Hallo? Was ist denn jetzt hier? Wir sind... Nein!
muss sie hin. Was kommt jetzt? Alter. Das krasse Gegenteil zu dem allerersten Boss. Halleluja, ich bin durch. Viele Sinn gab es nicht. Blut oder laufender Augapfel ist, glaube ich, auch irgendwas für... Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich bedanke mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich fürs Zusehen oder Zuhören, je nachdem, wie ihr dieses Video konsumiert habt. Meine Fresse, ich muss jetzt den Puls runterbringen. Wir sehen uns dann in der nächsten Ausgabe mit 2 Leveln, die ich auch machen kann, wieder. Tschüss, bis zum nächsten Video.